Ja, heute ist hier in der Alten Oper in Erfurt die Lesung von Thilo Sarrazin zu seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Und da hat sich seit Anfang des Jahres ein Bündnis gegen gegründet, das erst die Absage der Lesung gefordert hat und jetzt, wo die Absage natürlich nicht erfolgt ist, natürlich dagegen protestiert und eine Kundgebung veranstaltet. Ja, dieses Buch Deutschland schafft sich ab, was ja immer so als Sachbuch verkauft wird, ist nach unserer Meinung kein Sachbuch, sondern ist im Prinzip ein politisch motiviertes Pamphlet gegen Ausländer, Ausländerinnen, speziell gegen Muslime, gegen vermeintlich sozial Schwächeren unserer Gesellschaft, gegen Menschen, die sich nicht so ökonomisch verwerten lassen, vermeintlich. Und das finden wir einfach Beleidigungen, Diskriminierungen, die wir in der Form nicht stehen lassen wollen und deswegen natürlich zum Protest aufrufen. Entschuldigung, gehören Sie zu dieser Elite, die sich mehr vermehren soll? Ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Na, Sarrazin sagt doch, die armen Leute sollen nicht so viel sich vermehren und die Reichen sollen sich schon sehr vermehren. Die Elite soll doch mehr werden für Deutschland und so. Fühlen Sie sich da angesprochen? Gehören Sie dazu zu den Leuten, von denen wir mehr brauchen? Brauchen wir mehr Leute wie Sie? Also wir und die. Manchmal ist das wir dann irgendwie die Deutschen gegen die Muslime oder die Erwerbstätigen gegen die Arbeitslosen oder was weiß ich. Also diese Gruppenzuteilung und das darauf aufbauend halt in Diskussionen immer wieder, das kommt so, aber da ist doch was dran. Also die sind doch irgendwie anders oder da gibt es doch Probleme und das dann immer, also das finde ich mal besonders schwierig, da dann zu reagieren und nochmal den Schritt zurückzumachen, zu sagen, so Moment, also wo starten wir denn eigentlich die Debatte? Und die fängt schon an einer Grundeinteilung an, die problematisch und letztlich auch in ihren Grundzügen rassistisch ist. Und da dann aber eine Antwort zu finden auf, aber da ist doch was dran oder meinst du nicht auch, dass es in der Integration Probleme gibt? Ja, klar, aber die müssten wir anders diskutieren und schon nicht anfangen mit der Grundeinteilung. Es gibt hier die homogene Masse der Deutschen und da die homogene Masse der Zuwanderer, Muslime, welche Gruppe auch immer. Und er schafft es, sich sozusagen zu generieren als einen Tabubrecher, der sich jetzt endlich mal traut, gewisse Dinge auszusprechen, die man doch immer schon mal hätte sagen müssen. Und das ist ein populistisches Moment, was er ganz gut in Szene setzt und was in der Medienlandschaft auch so aufgenommen wird und dementsprechend ein großes Interesse an diesem Buch entstanden ist. Wie viele das jetzt gelesen haben von den 1,3 Millionen, sei mal dahingestellt, das wissen wir natürlich nicht. Ich glaube, er entfaltet einfach eine große Wirkung, weil er schon auch das ausspricht, was einige Menschen denken. Also wenn man hier in Thüringen Umfragen zum Thüringen-Monitor hat, gibt es ja auch eine Zustimmung, die seit Jahren konstant bei 50% liegt, dass wir eben gefährlich Masse überfremdet wären, zu viele Ausländer hier leben und so weiter. Und naja, das natürlich, passt natürlich zu dem, was Sarrazin äußert. Kamera bitte wegmachen, es wird nicht gefilmt werden. Okay. Die Füße können wir draufnehmen. Genau. Ich wurde relativ schnell sowohl des Saales auch als des Hauses verwiesen. Ich saß da drin. Sarrazin hat mit der Vorstellung und der Geschichte dieses Buches angefangen. Und es ging dann relativ schnell los, dass innerhalb der ersten Viertelstunde schon Alarmeier gestartet wurden. Und soweit ich es mitbekommen habe, waren jetzt wenigstens 6 Alarmeier bzw. Alarmanlagen mit Bewegungsmeldern, die vorher an die Wände geklebt wurden, gestartet worden. Einfach
richtig gefilmt werden. Ja. Ja. Müssen wir ja nicht vor der Linse stehen, oder? Naja.